من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister im Glauben, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge der Segen Allahs über euch allen sein und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns hier in dieser Sitzung gegenseitig viel Nutzen daraus nehmen lassen. Vor euch sitzt kein Unschuldsblatt, ja, also kein Unschuldiger. Ich bin ein Mensch, der Fehler begeht. Vielleicht spreche ich da auch den einen oder anderen Satz falsch aus und ich habe auch Sünden begangen in der Vergangenheit. Und deswegen sind wir hier, liebe Geschwister. Und über dieses gewaltige Thema möchte ich heute mit euch sprechen. Weil das alle Menschen, allesamt, ja, anspricht. Egal, ob der Muslim ist oder nicht Muslim ist. Egal, ob der Munafik ist, ob der Jahil ist. Egal, wer immer er auch ist. Wir sprechen heute ein Thema an, liebe Geschwister, was jeden Sohn Adams, jeden Menschen anbelangt. Und das ist der Name von Allah. Und Allah hat die schönsten aller Namen. Allah gehören die schönsten aller Namen. Und seine Eigenschaften, die dazugehören, sind gewaltig. Die sind gewaltig. Und wir sprechen heute, liebe Geschwister, über den Allvergebenden, über die Vergebung. Und liebe Geschwister, wie oft haben wir uns selber Unrecht zugefügt in unserem Leben? Wie oft haben wir gesündigt? Und wie oft hat Allahs Pater uns immer und immer wieder aufgenommen? Und das wollen wir heute verinnerlichen. Ein bisschen mehr, dass wir darüber nachdenken, wer ist Allah? Wie gewaltig, wie gütig ist er zu uns, wie barmherzig ist er zu uns. Damit niemand, aber auch niemand unter uns, sei er Muslim oder nicht Muslim, die Hoffnung auf den allmächtigen Gott jemals aufgibt. Wir können die Hoffnung in jedem Menschen verlieren. Aber auf einen darf man die Hoffnung niemals verlieren. Und das ist der Allmächtige. Das ist der, der uns alles vergeben kann. Der uns immer wieder aufnimmt. Das ist Allah, an dem wir uns immer klammern können. Der immer für einen da ist. Ist keiner für dich da? Haben die Menschen dich enttäuscht? Ist jemand mal nicht für dich da zu gewissen Zeiten? Geht's dir schlecht? Wisse, dass es einen gibt, der für dich da ist, der deinen Ruf hört, wenn du ihn rufst. Wenn keiner dich wahrnimmt, gibt es einen, der dich hört, mein Bruder und meine Schwester und jeder Sohn Adams. Wisse, dass Allah den Ruf des Rufenden hört, egal wo du dich befindest. Auch wenn du im Ozean bist und drohst zu ertrinken. Und du siehst keinen Ausweg mehr. Wisse, dass es jemanden gibt, der dich retten kann. Dass es einen Rettungsring gibt. Und dieser Rettungsring, der kommt von Allah, dem Allmächtigen. Er kann dich wieder zum Land bringen. Er kann dich retten. Er kann dich aus jeder Situation herausholen. Er ist der Barmherzigste aller Barmherzigen, liebe Geschwister. Das sind seine Namen. Das sind seine Eigenschaften, die wir versuchen müssen zu verinnerlichen, damit wir dankbare Diener werden. Damit wir gläubiger werden, dann wenn wir über Allahs Namen und Eigenschaften nachsinnen, werden wir gläubiger. Es mehrt unseren Iman, Allahu Akbar, es mehrt unseren Iman, wenn wir über Allah nachsinnen. Wie ich eben gesagt habe, schaut mal, Menschen, die verletzen manchmal jemanden. Und die bringen einen richtig auf den Boden und du siehst keinen Ausweg mehr. Warum gibt es so viele Sünder auf dieser Erde? Die denken, dass es keinen Rückweg mehr gibt. Die sagen, nein, vergiss es, egal was du denen sagst, ich habe so viele Sünden begangen. Für mich gibt es keinen Ausweg mehr. Warum sagen die das? Weil das bei den Menschen so ist. Aber das ist nicht bei Allah so. Bei Allah gibt es Hoffnung. Bei Allah gibt es Vergebung. Bei Allah gibt es Barmherzigkeit. Es ist nicht wie unter uns Menschen. Da gibt es nicht die Rivalität. Hier gibt es unter uns viel Neid, viel Groll, viel Missgunst. Der Mensch ist gierig von Natur. Aber bei Allah gibt es große Vergebung. Und er sagt, wenn wir keine Sünden begehen würden, dann würde er uns austauschen gegen ein Volk, das sündigt und das reuevoll zu ihm zurückkehrt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er liebt das Bittgebet des Reuigen. Er liebt es mehr, er liebt dieses Bittgebet mehr als jemand, der sein Reittier samt Proviant in der Wüste verliert. Könnt ihr euch das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass du in einer tiefen Wüste bist? Und du verlierst dein Reittier samt Proviant. Und du denkst, es gibt keinen Ausweg mehr. Und du legst dich im Schatten eines Baumes. Und du wachtest sozusagen schon auf den Tod. Und auf einmal siehst du dein Reittier wieder. Und vor lauter Freude,
Vor lauter Freude sagst du zu Allah, du bist mein Diener. Ihr hört richtig, vor lauter Freude sagt er es falsch und sagt, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Allahu Akbar, und Allah freut sich mehr über die Reue seines Dieners, wie derjenige, der sein Reittier in der Wüste wiedergefunden hat und einen Weg findet, wieder rauszukommen. Er freut sich mehr, das ist unser Herr. Allahu Akbar hat mich recht geleitet, ich war mal kein Muslim. Ich war mal kein bekennender Diener Allahs. Ich wusste gar nicht, wer ist überhaupt Allah. Aber Allah hat mich in seine Gnade aufgenommen. Liebe Geschwister, es ist eine Sache, es ist sehr, sehr wichtig. Die Menschen machen sehr viele, die führen viele Statistiken an. Sie haben viele Analysen. Sie haben Analysen über gewisse Studiengänge. Sie haben über gewisse Arbeiten haben die Studien und Statistiken aufgeführt. Fußballspiele werden auseinandergepflückt nach einem 90-minütigen Spiel. Dann wird geguckt, was konnte man besser machen. Und das nach jedem Spiel. Und nach einem Tennisspiel. Und. Wir könnten so viel aufzählen. Mein Bruder, meine Schwester, wie alt bist du? 20, 30, 40? Wann hast du Bilanz gezogen von deinem Leben? Wie viele Fortschritte du gemacht hast? Die Fehler, die du gemacht hast, damit du sie nicht wieder begehst? Denn gerade eben haben wir von Dingen gesprochen, die vielleicht eventuell für den einen oder den anderen wichtig sind in seinem Leben. Aber was ist wichtiger als das eigene? Das Leben an sich. Wir reden hier von der Ewigkeit. Dann hat man keine Bilanz gezogen. Ach, jeder Händler zieht nach einem Jahr oder nach gewissen Monaten eine Bilanz von wie viel er eingenommen hat, für Protokoll. Wo ist unsere Bilanz als Muslim? Was habe ich in den letzten 10 Jahren gemacht? Habe ich mich verbessert? Ach, 5-mal habe ich diese Sünde begangen. Ich darf die kein 6. Mal begehen. Ich habe 20-mal gelästert. Ich darf kein 21. Mal mehr lästern. Was wollen wir? Wir wollen das Paradies, oder? Paradies, was ist das? Das Teuerste auf dieser Erde. An Ware, also im nächsten Leben, nicht auf der Erde, sondern das Teuerste, was man erreichen kann. Die wertvollste Ware, die man erreicht, also sozusagen Ware, wenn man das so beschreiben kann überhaupt. Hab und Gut. Aber was haben wir dafür getan, liebe Geschwister? Und wir wissen alle, dass die Taten nicht ausreichen, sondern was? Die Vergebung, die Barmherzigkeit von Allah, die Rahme von Allah Azza wa Jal. Haben wir das verstanden? Haben wir verstanden, wenn wir einen Hadith Sahih lesen, in dem er vorgeht, dass einer ins Paradies gekommen ist, der nur einen Stock aus dem Weg weggeräumt hat, und das ist der kleinste Teil von Iman. Und er kommt ins Paradies, weil er mit Ikhlas den Stock aus dem Weg weggeräumt hat. Allahu Akbar. Und Menschen denken, die müssen vieles tun, die müssen vieles wissen. Haben wir verstanden, wie gewaltig die Barmherzigkeit, die Vergebung von Allah ist? Ein Stock? Wir Menschen spielen Richter untereinander. Wir spielen Richter, der ist so, der ist jenes, der hat das gesagt, der hat dieses gemacht. Wer hat einzig und allein das Recht, über uns zu richten? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durfte es nicht. Er durfte nicht Richter über die Menschen spielen. Er konnte nicht sagen, wer in Jahannam geht und wer nicht, außer Allahs Pant hat es ihm offenbart. Wer sind wir, liebe Geschwister? Haben wir nicht einen deutlichen Feind? Einen, der uns mit aller Gewalt in Jahannam ziehen will? Der Shaitan? Haben wir, wissen wir. Wie oft haben wir uns das vor Augen geführt? Wo wird er kommen und wird Zwietracht bringen? In der Kirche draußen, wo wir nichts mehr zu tun haben? In der Schule mit dem Direktor oder sonstigen Leuten oder vielmehr unter uns? Der wird vielmehr unter uns. Weil wir Allah anbeten. Liebe Geschwister, ist uns bewusst, dass wir am meisten Streitgespräche, wir Muslime, wo wir doch uns so viel Mühe geben, die Menschen einzuladen zu der einzig wahren Religion Gottes. Wir geben uns so viel Mühe, schauen Sie mal, dieser Beweis und das und jenes und die Religion ist so schön. Und wir tun alles möglich, wir drucken Bücher, wir verteilen CDs und wir haben Freude daran. Und vielleicht wird nach einer gewissen Zeit der ein oder andere Muslim, der vorher der größte Feind des Islams war, und auf einmal wird er auch hochgemacht. Und wir freuen uns natürlich, wenn ein Feind des Islams den Islam annimmt. Aber wie ist es mit demjenigen, der die ganzen Jahre dafür gesorgt hat, der Grund, der Mittel und Zweck war, dass der überhaupt darüber nachdenkt, dass der Islam die Wahrheit ist? Ist er ein Fußabtreter, dieser Bruder? Oder sollte man nicht auch einen gewissen Stellenwert mitgeben? Liebe Geschwister, wir haben uns gerade eben gemeinsam vor Allah niedergeworfen. Ach, diese Stirn, die wirft sich von niemandem nieder, außer vor Allah.
Warum suchen wir immer Schuldige in unseren eigenen Reihen für gewisse Probleme? Warum fangen wir nicht als allererst bei uns an? Warum sage ich das? Ich gehe gleich noch mehr auf Allahs Barmherzigkeit ein. Und danach gehe ich auf die Barmherzigkeit vom Propheten ein. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällt es, wenn wir, die Diener Allahs, auch diese Eigenschaften von Allah versuchen umzusetzen. Natürlich kann man die des Schöpfers nicht gleichstellen. Die Barmherzigkeit von Allah ist nicht gleich die Barmherzigkeit der Schöpfung. Ja? Wir können nicht so barmherzig sein wie Allah, aber wir können wenigstens versuchen, so gut wie möglich barmherzig untereinander zu sein, zu den Menschen, zu den Tieren, zu den Pflanzen. Und das ist ein Wohl, du erreichst dadurch Allahs Wohlgefallen, wenn du barmherzig zu deinem Bruder bist. Das heißt nicht, dass man über alles hinwegschauen soll, dass man alles durchgehen lassen soll. Nein, man muss das richtig verstehen. Was ich euch damit sagen will, ist, dass wir uns an Koran und Sunna halten sollen. Wenn Allah sagt, spioniert euch nicht aus, dann lasst uns nicht ausspionieren. Nur weil es gewisse Medien vielleicht vorgeben, dass die alle Menschen ausspionieren können, heißt das nicht, dass wir es auch machen. Ich weiß, dass das alles da draußen immer viel auf die Menschen abfärbt und dass man es dann auch nachmacht. Aber unser Maßstab ist nicht, was in der Zeitung steht, ist nicht, was im Fernsehen kommt und ist nicht das Internet. Unser Maßstab ist Koran und Sunna, wo wir uns dran zu halten haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es den Gläubigen verwehrt, dass sie sich gegenseitig ausspionieren. Hat es verwehrt, dass wir das Fleisch des Bruders essen, dass wir es verzehren, dass wir hinter den Rücken reden. Rede doch über dich selber. Rede den ganzen Tag über deine Fehler, über deine Sünden. Bitte Allah um Vergebung. Die Zeit rennt weg. Die Zeit rennt weg. Es gibt irgendwann, gibt es kein Bessermacher mehr. Du liegst dann im Grab und Khalas und du wirst dir wünschen, die ganze Zeit Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung gebetet zu haben. Denn wahrlich, er ist allvergebend, ja. Aber ist die Reue? Ist das etwas Leichtes, etwas Einfaches? Kann ich einfach sagen, ich sündige jetzt und morgen lege ich Reue ab? Sehr schwierig, liebe Geschwister. Weil es muss vom Herzen kommen. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns alle Sünden vergeben, alle. Ich habe euch gesagt, die Türen sind für alle geöffnet, für alle. Der Munafik und der Käfir, wenn sie drohen zu sterben und beim Flugzeugabsturz, wenn sie am Schiff sind und es droht zu sinken und sie rufen Allah wahrhaftig an, er hört ihr Bittgebet. Er ist so barmherzig, liebe Geschwister. Derjenige, der zum Feind übergelaufen ist, im Krieg, hat er noch eine Chance, solange die Sonne nicht im Westen aufgegangen ist, solange er noch atmet? Er hat eine Chance, liebe Geschwister. Wir Menschen, wir sehen schnell, wir rechnen immer schnell ab. Wir wollen immer, dass alles schnell eintrifft. Und wir würden uns auch schnell selber an den Pranger bringen, gegenseitig. Aber es gibt jemanden, liebe Geschwister, und das ist nicht irgendjemand. Das ist Allah. Wisst ihr, was dieser Herr macht? Wenn der Diener in der Nacht sündigt, er streckt seine Hand des Tages hinaus, damit der Diener am Tag um Reue bittet. Und wenn er über Tag sündigt, dann streckt er seine Hand in der Nacht aus, damit der Diener um Reue bittet, liebe Geschwister. Das ist Allah. Das ist Allah, der hofft, dass dein Diener wieder zurückkehrt. Er liebt es, wenn wir zurückkehren, dass wir sagen, ja Allah, bitte vergib uns. Ja Allah, wir haben uns viel Unrecht selber angetan. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das wohl gefällt? Der Prophet s.a.w. sagt, es gibt für Allah nichts Edleres. Liebe Geschwister, haltet euch das vor Augen. Es gibt für Allah nichts Edleres als das Bittgebet. Allahu Akbar. Und im Endeffekt, alles, was wir aussprechen an Bittgebet, ist doch für uns. Von wem verlangen wir ständig? An Risk, an Gesundheit, dass wir heil ankommen. Ach, von Allah. Der ist der Einzige, der uns alles gewähren kann. Und wie oft haben wir ihn barmherzig gefunden? Wie oft haben wir ihn vergebend gefunden, liebe Geschwister? Ich selber, subhanallah. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe ein Buch geschrieben, gib die Hoffnung nicht auf. Ja, gib die Hoffnung nicht auf, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Soll ich euch mal jetzt ganz ehrlich die Wahrheit sagen? Wenn Allah nicht da wäre, ich hätte die Hoffnung verloren. Die Menschen hätten mich dazu gebracht, dass ich aufgegeben hätte. Die Menschen bringen einen dazu. Aber wisst ihr, man darf das nicht alles so negativ bewerten. Es hat etwas sehr, sehr Positives, dass die Menschen einen so enttäuschen. Denn es bringt dich näher zu Allah. Es lässt dich erkennen, wer Allah ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der einen nicht enttäuscht. Und dass derjenige ist, der einen besser behandelt wie jeder Mensch auf dieser Erde.
Der Prophet Muhammad alaihi salam, was hat er gesagt? Ich vertraue niemandem. Ich vertraue niemandem außer Allah. Aber wenn ich jemanden vertraue, dann wäre es Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Liebe Geschwister, wir müssen aufhören, bei den Menschen zu suchen. Wir müssen aufhören zu suchen, die Schuld bei anderen zu suchen, als allererst immer bei uns selber. Bei uns. Was sagt Ali radiallahu anhu? Guck, schaut mal, das sind doch die Menschen, von denen wir lernen. Das sind doch die Menschen, von denen wir die Lehren entziehen. Wo wir stolz sind, deren Namen auszusprechen. Nur ihren Namen auszusprechen, das bringt eine gewisse Stolz in uns hervor, subhanallah. Was sagt Ali ibn Abi Talib über Geheimnisse? Radiallahu anhu. Er sagt, tadle niemanden, dem du etwas anvertraut hast und er es weitergibt. Denn du warst der Erste, der dein Geheimnis selber preisgegeben hat. Allahu Akbar. Schau mal, wie plausibel. Wir sind sauer über den und den Bruder, über die und die Schwester, weil die irgendetwas von unseren Geheimnissen weitergetragen haben. Aber dabei waren wir diejenigen, die das als Erstes weitergetragen haben. Halt es doch bei dir. Du bist der beste Geheimnisträger für deine eigenen Sachen. Tadle nicht den anderen. Tadle dich, dass du deinen Mund geöffnet hast. Tadle dich, dass du falsch gehandelt hast. Denn wir alle sind keine Engel, wir sind alle keine Malaika. Und, liebe Geschwister, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala ist, das hat er uns in zahlreichen Beispielen im Koran und Sunna mitgegeben. In zahlreichen Beispielen. Erstmal möchte ich euch ein Vers im Koran mitgeben, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag, o meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Wir sollen sie nicht verlieren, liebe Geschwister. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende, der Barmherzige. Allah vergibt alle Sünden. Liebe Geschwister, lasst uns nicht einmischen in die Dienerschaft eines anderen. Denn das ist die Beziehung des Dieners und Allah, wo wir nichts zu suchen haben. Wer sind wir, dass wir uns einmischen und sagen, dieser Bruder hat aber so gemacht. Nein, nein, der ist so und so. Und wir Menschen, subhanallah, wir messen die Reue immer in zweierlei. Ja? Einmal in uns selber und einmal bei anderen. Bei uns selber, was wollen wir immer? Die Vergebung, egal ob sie bei Allah ist oder bei den Menschen. Für uns selber wollen wir das Beste, oder? Sind wir uns alle einig? Wir wollen für uns alle das Beste. Jeder will für sich das Beste. Wenn du für dich, wenn du gesündigt hast, die Vergebung erwartest und willst, wer sind wir, wenn Allah es so will, dass er jedem vergeben kann und alles vergibt, wenn er will, dass wir uns da einmischen und sagen, nein, geht nicht. Oder dass wir Menschen, dass wir denken, das muss so wie sein wie bei unter den Menschen. Unter den Menschen ist es so, das muss eine lange Zeit vergehen. Bei gewissen Sachen 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, damit unser Herz wieder weich wird. Muss bei Allah so eine lange Zeitspanne vergehen? Oder kann der dir nicht noch in derselben Nacht, wenn du aufrichtig um Vergebung bittest, am selben Tag, kann der dir nicht vergeben? Doch, kann der. Deswegen, wir müssen aufhören. Wir sind nicht allvergebend. Wir können vielleicht vergeben. Wir können vielleicht barmherzig sein. Aber wir sind nicht der Schöpfer. Wir sind die Schöpfung. Wir haben uns zu ergeben, der Fügung Allahs. Und es ist sehr gefährlich, wenn wir uns das Recht rausnehmen, zu sagen, dieser und jener, der noch am Leben ist, geht in Jahannam. Allahu alam. Allah weiß, wer in Jahannam geht, wer am Leben ist. Allah bestimmt, wer letztendlich wie stirbt und wo er hingeht. Vor 15 Jahren hätte ich auch diesen Stempel von vielen Leuten bekommen. Und Khalid ibn al-Walid hätte damals auch den Stempel von vielen Leuten bekommen. Niemals hätte man von Khalid gedacht, der das Schwert erhoben hat gegen den Islam, dass dieser Mann, radiallahu anhu, den Islam annimmt und dass wir heute stolz sind auf den besten Kriegsführer aller Zeiten des Islams. Wer hätte das erwartet? Wer hätte gedacht, als Omar radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam umbringen wollte, dass er der zweite Kalif wird? Wer hätte es vorher vermutet? Liebe Geschwister, wir können nicht von der Logik ausgehen. Wenn wir von der Logik ausgehen, ist Isa a.s. oder Adam a.s. besser als der Prophet Muhammad a.s. Weil wir dann so anfangen und sagen, ja, diese beiden, der Adam a.s. hatte keinen Vater und keine Mutter. Ja, Isa a.s. hatte keinen Vater. Aber hier geht es nicht um Logik in der Religion. Das ist Glauben. Hier geht es nicht nur um Logik.
Wir wissen von Allah, dass der letzte offenbarte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der edelste und beste aller Menschen, Afdalul Khalq, das ist das beste Geschöpf, was Allah je geschaffen hat, dass er der beste und edelste aller Botschafter ist. Und schaut mal, liebe Geschwister, wie dieser Mann, den wir alle so sehr lieben, den wir alle folgen, Allahu Akbar, wie barmherzig er war. Wie er barmherzig war zu den Menschen. Schaut mal. Und das ist eigentlich gar nicht zu verstehen für uns. Genauso wie wir Allahs Subhanahu wa Ta'alas Eigenschaften, wir können die bezeugen, wir können daran glauben. Aber viele Sachen gehen über unsere Vorstellungskraft. Über unsere Vorstellungskraft. Dass man hat ihn andere Götter zur Seite gestellt, man hat über ihn Lügen ersinnt, man hat ihn beschimpft, seine Religion beschimpft, man hat den Propheten bekämpft oder viele andere Sachen, man hat Zauberei begangen. Und dann am Ende, subhanallah, wenn man aufrichtig um Vergebung bittet und zu ihm zurückkehrt, nimmt er einen wieder auf. Wie will man das fassen? Wie will man das aufnehmen? Wie will man das wahrnehmen? Es ist zu schwer für uns, das zu kapieren. Und genauso ist es auch zu schwer, wenn Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich gerade gesagt habe, der beste aller Menschen, das beste Geschöpf, was Allah subhanahu wa ta'ala jemals geschaffen hat. Und dieser edle Gesandte, schaut mal, gab es einen Heuchler, der hieß Abdullah ibn Ubay al-Salul. Und dieser Heuchler, der hat speziell im Krieg auch von Uhud, hat er viel Fitna unter den Muslimen gestiftet. Und er ist gestorben. Und zu dieser Zeit kam noch kein Vers herab, ja, dass man gar nicht für die Munafiqun oder Mushrikin Bittgebete machen darf. Ja, dass man für die um Vergebung bitten darf. Und schaut mal, außer dieser Vers kam dann, wo Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt hat, bitte um Vergebung für sie oder bitte nicht um Vergebung für sie. Wenn du auch 70 Mal um Vergebung bittest, so wird Allah ihnen doch nicht vergeben. Soll ich euch jetzt mal sagen, wie barmherzig der Prophet sallallahu alaihi wasallam war? 70 Mal habt ihr gerade verstanden, einen Heuchler. Einen Heuchler. Und ich sage es nochmal, einen Heuchler. Und wo wir alle nicht wissen, wer der Munafik ist, wo wir immer spekulieren, er hat das gemacht, er hat dies gemacht. Soll ich euch etwas sagen über Munafikun? Was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zum Propheten sagt. Wenn du sie siehst, gefällt dir ihr Äußeres. Und wenn sie reden, hörst du ihnen zu. Wo Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu fragt, zu Huzaifa im Al-Yemen. Ja, sag mir, war mein Name auf dieser Liste? Ist er da drauf? Wer will von uns behaupten zu wissen, wer hier Munafik ist? Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht weiß, wer von allen, wo Munafik ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Allah sagt, das Äußere gefällt dir. Das müssen wir verstehen. Ein Munafik, der schleicht sich unter uns herum. Er sagt, ich liebe Allah, ich liebe den Gesandten. Wer nimmt dich von uns raus zu sagen, der und der ist Munafik? Vielleicht haben gewisse Leute Schwächen und die haben Eigenschaften von einem Munafik. Aber das gibt uns nicht das Recht zu sagen, der ist Munafik. Aber was ich euch gerade damit sagen will, ist, wir sollten barmherziger zueinander sein, wenn einer einen Fehler begeht und nicht direkt zu schlecht denken. Denn schaut mal, die Barmherzigkeit und die Vergebung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wisst ihr, was er nach diesem Vers, was er gesagt hat? Er hat, okay, 70 Mal. Vielleicht wird Allah ihnen vergeben, wenn nicht mehr als 70 Mal um Vergebung bittet. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ja Rasulullah. Wie barmherzig. Und dann hat Allah offenbart, in derselben Sure, Sure Taube, und bete niemals über jemanden von ihnen, der gestorben ist, und stehe nicht an seinem Grab. Sie verleugnen ja Allah und seinen Gesandten, und sie starben als Frevler. Aber zuvor, schaut mal diese Barmherzigkeit. Er wollte immer noch gut denken, er wollte immer noch vielleicht, und wir unter uns, hier meine Stirn ging eben hier, in Richtung Qibla, anbeten zu Allah und von allen anderen hier auch. Warum soll ich mir jetzt das Recht rausnehmen, über irgendjemanden zu denken? Der ist so und der ist das und der ist jenes. Vielleicht hat einer von euch einen Ast aufrichtig aus dem Weg weggeräumt. Und das ist dein Ticket ins Paradies. Gratulation, mein Bruder und meine Schwester. Wenn du das geschafft hast, aufrichtig für Allah so etwas begangen zu haben, dass du ein Paradiesbewohner wirst. Oder haben wir vergessen, dass eine Prostituierte, liebe Geschwister, einem Hund zu trinken gegeben hat und dafür das Paradies bekommen hat? Einem Hund sind wir Hunde, Auzubillah. Wir sind die Besten. Was sagt Allah im Koran? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas
Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstand. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und diese Frau kommt in Jannah, weil sie mit ihrem Schuh aus dem Brunnen Wasser für den Hund, der zu verdursten drohte, zu trinken gab. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie hat ihn getränkt. Allahu Akbar. So barmherzig ist Allah. Wir können in der Religion nichts klein sehen, was für den Islam gemacht wird. Fange lieber an, über gewisse Sünden von deinen Geschwistern hinwegzusehen und nehme deine Sünden viel ernster. Nimm deine Sünden viel ernster, weil es geht am Tag des Gerichts um jeden selber. Keiner wird Zeit haben für seine Frau. Und keine Frau wird Zeit haben für ihren Mann. Und keiner wird Zeit haben für seine Mutter oder seinen Vater. Und keiner wird Zeit haben für seine Kinder. Und kleine Kinder werden an diesem Tag graue Haare oder weiße Haare bekommen. Und jeder wird beschäftigt sein an diesem Tag, liebe Geschwister. Jeder wird beschäftigt sein mit einer Angelegenheit. Aisha radiallahu anha konnte nicht glauben. Sagt zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sagt, ja Rasulullah, wie wir werden nackt sein, unbeschnitten. Wie soll ich mir das vorstellen? Und er sagt zu ihr, ja Aisha, so wird es sein. Denn an diesem Tag, das wird ein gewaltiger Tag sein, wo jeder mit einer Angelegenheit beschäftigt ist. Da wird keiner auf den anderen schauen. Das ist nicht so wie jetzt. Wir wissen das, was ich eben gesagt habe, wir wissen, dass das eine Probe ist. Wir machen bei allen Sachen, ziehen wir Bilanzen, machen wir Analysen, stellen wir Statistiken auf. Warum machen wir es mit unserem eigenen Leben nicht? Ich bin jetzt 31 Jahre und die Fehler, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, vor 5 Jahren gemacht habe, die sollte ich heute nicht mehr machen. Ich sollte es besser machen. Wie ist doch die Aussage bei uns, die wir gelernt haben, man wird nicht zweimal vom selben Schlangenloch gebissen. Warum lassen wir uns denn ständig die ganze Zeit weiter beißen? Warum schauen wir die ganze Zeit auf X und Y? Jeder ist, wir wissen, Allah kommt an erster Stelle. Allah an erster Stelle. Danach kommt wer? Der Gesandte Allahs. Und danach kommen wir selber. Vergiss mal alle Menschen. Sonst denken wir doch, sind wir doch ehrlich, subhanallah, bei deiner Bankkarte, gibst du irgendeinem anderen, hier lässt du einfach deinen PIN-Code irgendwo stehen? Du bewahrst die gut auf. Keiner soll wissen, wie dein PIN-Code ist, wo du dein Geld mit abhebst. Du passt auf dein Handy auf, du passt auf dein Auto auf, du passt auf dein Haus auf, du passt auf deine Kinder und deine Frau auf. Warum passen wir nicht auf unser Dien auf? Warum passen wir nicht auf das auf, was wir uns aufgebaut haben? Es geht hier um alles, es geht hier nicht um 500 Euro. Es geht hier nicht um ein Auto und es geht hier nicht um ein Haus. Es geht um dein ewiges Leben, was dir droht, weggenommen zu werden. Es droht dir weggenommen zu werden, wenn du mit deinen Händen und deinen Füßen und mit deinem Munde den Muslimin schadest. Schade dir selber. Und das will keiner. Keiner will dich selber schaden. Aber schade nicht den Muslimin. Schade nicht den Muslimen. Wisst ihr, wie schwer das in der Waagschale bei Allah ist, wenn du einem Muslim Schaden zufügst? Wir wissen doch, dass ein Muslim heilig ist. Sein Blut, seine Ehre und sein Besitz ist heilig. Das ist wertvoller bei Allah als die Kaaba. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollten alle nach uns selber schauen. Wenn wir so einen allvergebenen Herrn haben, sollten wir nicht einen großen Fehler machen und unsere Chance, die wir haben, nicht wahrnehmen. Und das ist, um Vergebung zu bitten. Liebe Geschwister, wir kommen nicht wegen unseren Taten ins Paradies. Das wissen wir alle. Das haben wir so oft durchgekaut. Das haben wir so oft durchgenommen. Wir wissen das. Aber wir vergessen. Wir müssen uns ständig ermahnen. Wir müssen uns ständig erinnern. Wir kommen durch die Vergebung Allahs ins Paradies, liebe Geschwister. Durch die Barmherzigkeit Allahs. Wir dürfen die uns nicht vom Teufel, dürfen wir uns die nicht zerstören lassen. Wir dürfen uns das nicht zerstören lassen. Adam a.s. Er wurde erschaffen durch die Hand Allahs. Und ich frage euch, wenn wir etwas erschaffen, wenn wir etwas entwerfen, irgendwas entwickeln, ein Handy, ein Auto basteln, wenn wir irgendetwas malen oder zeichnen oder was weiß ich auch immer, sind wir dann nicht, oder ein Buch schreiben, sind wir dann nicht letztendlich auf unser Werk stolz? Sind wir Menschen auf unser Werk stolz? Allah hat Adam mit seiner Hand erschaffen. Das ist Allah, der Schöpfer. Und er sagt zu den Engeln, er sagt, werft euch vor ihm nieder. Er hat ihnen eine gewisse Stellung gegeben. Das ist nicht irgendjemand. Das ist Adam a.s., eine gewaltige Stellung, die er bekommen hat. Ja? Und wer hat sich nicht niedergeworfen? Der Shaitan, Iblis. Der hat gedacht, ich bin aus Feuer, der war hochmütig.
So, und Adam a.s. wurde auch von ihm verführt. Er hat von einer Frucht gegessen, von der er nicht essen durfte. Aber hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht vergeben, nachdem er um Reue gebeten hat? Hat er nicht die Vergebung Allahs zu spüren bekommen? Doch, hat er. Und wie war es mit seinem Sohn, der den anderen Sohn, der gottesfürchtig war, als der eine für Allah ein Opfer gebracht hat und es wurde von ihm angenommen, als er ihn dann umgebracht hat, der andere, der rebellisch war, der nicht gottesfürchtig war, hat er nicht später auch um Vergebung gebeten? Und wurde er nicht auch rechtschaffen und hat Allah ihm nicht auch vergeben? Ach, ihr müsst euch das vorstellen. Dein Bruder bringst du um? Allahu Akbar, und Allah vergibt. Dein Bruder bringst du um, Allah vergibt. Ja, Allah vergibt. Allah vergibt. Allah vergibt alle Sünden. Wir können nicht so weit denken, wir können uns das nicht vorstellen, weil wir diese Eigenschaften nicht so besitzen. Wir sind nicht so barmherzig. In der Dürrezeit bei Musa a.s., wo sie eine richtig heftige Dürrezeit hatten, wo sie alle haben die Dua gemacht, Dua, 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 damit es regnet. Und es kam kein Regen. Und Musa a.s. hat Allah angerufen, er hat mit ihm gesprochen, er hat gesagt, ja Allah, warum regnet es nicht? Er hat gesagt, unter euch gibt es einen, der seit 40 Jahren sündigt. Er muss aufhören mit den Sünden. Und er muss Reue ablegen, damit es regnet. Und Musa a.s. wollte wissen, wer das ist. Er hat das seinem Volk kundgetan. Allahu Akbar. Was hat dieser Sünder gemacht? Er hat Reue abgelegt. Er hat geweint, er hat Taube gemacht. Er war aufrichtig. Und Allah subhanahu hat den Regen herabkommen lassen. Und Musa wundert sich. Er wundert sich, wieso regnet es? Der Sünder ist noch nicht bekannt. Wir wissen nicht, wer der Sünder ist. Und er sagt zu Allah, ja Allah, sag mir, wer ist der Sünder? Er sagt, 40 Jahre habe ich seine Sünden bedeckt. 40 Jahre, meine Brüder, 40 Jahre. Er sagt, jetzt, wo er um Reue gebeten hat, denkst du, jetzt werde ich ihn bloßstellen? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Er hat ihn 40 Jahre bei Sünde gedeckt, liebe Geschwister. Und nach 40 Jahren bittet er um Vergebung. Und er sagt zu Musa, ich habe ihn 40 Jahre gedeckt. Denkst du, dass ich ihn jetzt bloßstelle? Wie stellen wir uns manchmal bloß? Wie stellen wir uns manchmal gegenseitig an? Haben wir nicht alle irgendwann mal irgendwie angefangen zu laufen? Angefangen, irgendetwas dazuzulernen im Islam? Waren wir nicht alle mal unwissend? Haben wir nicht alle mal keine Ahnung gehabt? Schaut doch mal, wie viele Beispiele wir im Koran und Sunna haben. Was sagt Allah zu dem Propheten Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam im Koran. Was sagt er über ihn? Schaut mal, in Surah Duha. Hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? Wir reden vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat die beste Erziehung bekommen von Allah. Hat er dich nicht als Weise gefunden und dann Zuflucht verschafft und dich irregehend gefunden und dann recht geleitet? Irregehend gefunden und dann recht geleitet. Und wir reden von wem? Von dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Und dich arm gefunden und dann reich gemacht? Wer war von uns nicht irrend? Wer war von uns nicht arm? Wer hat von uns nicht Zuflucht von Allah benötigt? Und haben wir sie nicht gefunden? Haben wir ihn nicht barmherzig vorgefunden? Allahu Akbar. Wir haben die Beispiele hier aus Koran und Sunna. Wir reden vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ich habe euch eben gesehen, wir haben dieses Beispiel von dem Heuchler mitgegeben. Und ich gebe euch den Gipfel vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt so viele Sachen. Aber ich gebe euch für mich persönlich den Gipfel, wo jeder seine Grenze verlieren würde als Normalsterblicher. Und Taif würde sowieso uns alle auch, wir hätten zu den Engeln der Berge gesagt, vernichte dieses Volk, als er beschmissen worden ist mit Steinen. Aber ich gebe euch den Gipfel aus meiner Sicht. Wie wäre es für euch, wenn ihr nicht wüsstet, ob eure Frau euch mit einem anderen Mann betrogen hat oder nicht? Wie wäre das? Was? Meine Frau, Ehebruch? Oh mein Gott! Was hätte man mit dieser Frau dann gemacht? Wie hätte man gehandelt? Und wie hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei dem Lügenskandal von Aisha radiallahu anha reagiert? Wie hat er reagiert? Was hat er gesagt? Was waren seine Worte, liebe Geschwister?
Und man muss sich diese Barmherzigkeit vor Augen führen. Und das ist unbeschreiblich. Was hat er zu ihr gesagt? O Aisha, mir wurde dies und jenes über dich berichtet. Wenn du schuldlos bist, wird Allah gewiss deine Unschuld erklären. Und wenn du, schaut mal jetzt, und wenn du Unrecht getan hast, dann bitte Allah um Vergebung und bereue bei ihm. Denn siehe, wenn der Diener seine Sünden bekennt und dann bereut, vergibt ihn der Herr. Würden wir das zu unseren Frauen sagen? Würde einer in diesem Raum das zu seiner Frau sagen? Würde er die Vergebung noch wünschen? Allahu Akbar, so einem Menschen folgen wir. Das ist unser Habibi, das ist unser Liebling, das ist unser Gesandter Allah sallallahu alaihi wa sallam. Der beste aller Menschen, der größte Sonnenschein, seitdem die Menschheit entstand. Was für ein gewaltiger Mensch, was für ein barmherziger Mensch. Dass er seiner Frau, selbst wenn sie es begangen hat, und sie hat es nicht begangen, auzubillah, sie war eine edle und keusche Frau, dass er ihr trotzdem diese Chance gewährt. Und wer lässt diese Türe für den Sünder so offen? Wer lässt die Türe noch so offen? Würden wir uns nicht gegenseitig auffressen, wenn wir die Chance hätten, uns aufzufressen und uns an den Pranger hängen oder Pranger stellen? Aber das ist der Unterschied zwischen Allah und Makhlukat. Und das ist der Unterschied zu den Propheten und den normalsterblichen Menschen. Wir können nur hoffen, dass wir anderen Menschen nicht Unrecht zufügen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns einfache Menschen vergibt, dass er von uns annimmt. Und denkt dran, mein Bruder, meine Schwester, ich habe vielleicht gerade einfach gesagt, einfach gegenüber Propheten, aber bei Allah kannst du eine ganz gewaltige Persönlichkeit sein. Auch wenn du unter den Menschen unbekannt bist, ein unbeschriebenes Blatt und keiner kennt dich, so wisse, dass Allah Kenntnis über deine Taten hat. So wisse, dass Allah alles von dir weiß und dass er das Innerste deiner Brüste kennt. Und dass er jeglichen Zustand von dir kennt. Und dass keiner die Last von dir wegnehmen kann, außer Allah. Und dass keiner die Brust von uns auftun kann, außer Allah. Und dass es für ihn leicht ist, uns eine innere Zufriedenheit mitzugeben. Es ist für ihn sehr, sehr leicht. Und dieser Mann, sallallahu alaihi wa sallam, gibt es zwei Überlieferungen. Dieser Mann hat einmal 70, in einer Überlieferung 70 Mal am Tag um Vergebung gebeten. Und die ist bei Bukhari. Und einmal 100 und die ist bei Muslim. Und dieses Astaghfirullah vom Gesandten Allah sallam, ist nicht mit unserem Astaghfirullah oder so wie wir um Vergebung bitten gleichzustellen. Wenn er etwas gemacht hat, er war der aufrichtigste Diener, der auf dieser Erde geschritten ist. Er hat das wirklich aufrichtig gesagt. Vom Herzen. Und die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, es ist schön, es ist sehr schön, wenn du Allahs Pantalo preist, wenn du sagst Alhamdulillah, wenn du sagst Subhanallah, Allahu Akbar, es ist schön. Und es ist schön, wenn du die Bäume pflanzt im Paradies. Aber Astaghfirullah hat einen höheren Stellenwert bei Allah, und das sagen die Gelehrten, als Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Warum? Die haben einfache Schlussfolgerungen gemacht von dem, was hier auf dieser Erde ist. Ja, die haben gesagt, was ist stärker? Waschen oder parfümieren? Und die sind darauf zur Erkenntnis gekommen, dass das Waschen, ja, den Schmutz vom Körper abzuwaschen, ist stärker als das Zufügen von Parfüm. Denn es bringt dir nicht viel, wenn du dreckig bist. So wie es auch viele früher angewandt haben. Ja, oder wenn du eine Pflanze nach der anderen in die Wohnung bringst und die ganze Wohnung ist voller Schimmel. Ja, dann werden die schönen Pflanzen, die du reinbringst, werden auch bald von Schimmel befallen. Deswegen, liebe Geschwister, subhanallah, die Reinigung, dass wir uns reinigen, hat einen ganz, ganz gewaltigen Stellenrang bei Allah. Dass wir viel Istighfar machen. Wenn der Prophet Sallallahu das gemacht hat, dann sollten wir das erst recht machen. Dann sollten wir das erst recht machen. Das soll nicht heißen, dass ihr nicht subhanallah spricht, nicht Alhamdulillah spricht. Damit wollte ich euch nur sagen, es ist schön, das auszusprechen, das ist sehr gut. Aber dann spricht er auch Astaghfirullah aus, regelmäßig. Und bittet Allah um Vergebung. Denn er hat seinen Freund und seinen Liebling, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, ein Bittgebet mitgegeben, ans Herz gelegt. Er hat zu ihm gesagt, mein Bruder, sprich diese Worte aus. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Liebe Geschwister, ich habe mir selber Unrecht zugefügt. Und keiner vergibt die Sünden außer dir. Außer Allah. Das soll wer aussprechen?
Das soll Abu Bakr aussprechen, radiallahu anhu. Abu Bakr. Allahu Akbar. Haben wir es dann nicht nötig? Haben wir es dann nicht nötig, Tazkiyatun Nafs, unsere eigenen Nafs immer wieder zu erziehen, immer wieder Tarbiyah zu geben, immer wieder Erziehung zu geben? Doch, wir haben es nötig, wir haben es sehr nötig. Weil die Besten aller Menschen es umgesetzt haben. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Viele beschreiben ihn auch falsch. Okay, er war stark, alhamdulillah. Er war ein Kalif, mashallah. Er hat vieles für den Islam getan. Aber so grob, wie man ihn darstellt, als ob er ein Unmensch wäre, war er nicht. Im Gegenteil, er war ein Licht des Islams. Als er rausgegangen ist und mitbekommen hat, dass welche Alkohol am Trinken waren, und gesagt hat, so, jetzt kriegt ihr dafür kriegt ihr die jeweilige Strafe, die es dafür ausgesetzt wird. Was hat ihm einer gesagt, der dabei war? Der hat gesagt, woher wusstest du, dass wir Alkohol trinken? Entweder hast du Sang gehabt, du hast falsch gedacht von uns, ja? Also du hast vermutet, oder dir hat das jemand gesagt, hinter unserem Rücken geredet, darf man auch nicht. Und du bist nicht über die Vordertür reingekommen, sondern du bist durch die Hintertür reingekommen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat seinen Kopf gesenkt und hat angefangen zu weinen und hat über sich selber nachgedacht. Allahu Akbar. Die anderen haben Alkohol getrunken. Aber er denkt über sich nach. Er hat sich ermahnen lassen, wie wäre es heute bei uns? Die gegenseitigen Schuldzuweisungen. Ja, du hast das gemacht. Ah, du hast das gemacht. Keiner will nachgeben. Das sind unsere Vorbilder. Er hat seinen Kopf gesenkt und hat angefangen zu weinen. Hat über sich nachgedacht. Weil die Aussage kommt von ihm oder von seinem Sohn, rechne mit dir ab, bevor mit dir abgerechnet wird, liebe Geschwister. Wir sollen mit uns abrechnen, bevor mit uns abgerechnet wird. Und das haben die Besten aller Menschen gemacht. Die haben nicht immer nur gezeigt, der und der ist so und der ist das. Und der hat die Hose falsch und hat die Mütze falsch und der hat das falsch und seine Nase passt mir nicht. Liebe Geschwister, wir passen uns selber nicht. Ja, wenn wir uns 24 Stunden sehen würden, dann würden wir erstmal wissen, was wir überhaupt für Menschen sind. Aber wir sehen uns nicht. Wir sehen nur die anderen. Ja? Aber uns sehen wir nicht von der Perspektive, wie wir andere sehen. Wie wäre es, wenn wir uns 24 Stunden so sehen würden, wie wir uns andere wahrnehmen? Wie wäre es dann? Wären wir dann immer noch so, dass wir sagen würden, ja, hier nehmen nur andere. Und liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, sagt in seinem edlen Buch, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah und ich erhöre den Ruf des Bittenden. Allah erhört den Ruf des Bittenden. Wie war es mit Yunus alayhi salam? Und welche Worte hat er ausgesprochen? Und normalerweise sollten das so viele Ermahnungen für uns sein. Wir sollten darüber so viel nachdenken, über uns selber. Welche Worte haben ihn rausgeholt aus dem Wal? Subhanallah, Allahu Akbar. Er hat gesagt, was hat er gesagt? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Er hat gesagt, es gibt keine Gottheit, keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah. Und ich war wahrlich einer der Ungerechten. Allahu Akbar. Das sagen Propheten. Oh mein Gott, ich sitze hier gerade vor euch, wenn ich darüber nachdenke, ich kriege Angst. Propheten sprechen das aus. Ich war wahrlich einer der Ungerechten. Wer bin ich? Wer bin ich überhaupt, dass ich mich erhebe über irgendjemanden? Ich erzähle euch gerade von Omar ibn al-Khattab, er senkt sein Haupt und fängt an zu weinen, weil er über sich selber nachdenkt. Verdammt, wer bin ich, dass ich über irgendjemanden irgendetwas versuche herauszubekommen, wo Allah es mir verboten hat? Dass ich über irgendjemanden rede, wo Allah es mir verboten hat? Wo der Prophet, wenn man ihn etwas angetragen hat an seinem Ohr und gesagt hat, ja Rasulullah, die haben das und das gemacht, erzähl es mir nicht. Denn ich möchte, wenn ich sie antreffe, der hat das gesagt, ich möchte, wenn ich sie antreffe, weiterhin gut über sie denken. Er hat auch gesagt, verkündet frohe Botschaften, schreckt nicht ab. Wir sollen frohe Botschaften verkünden und nicht abschrecken. Liebe Geschwister, wir können positives Feeling, können wir unter den Gesellschaften verbreiten, können wir unter uns selber verbreiten und wir können runterziehen. Man kann runterziehen, wenn man mit einem langen Gesicht irgendwo sitzt. Kann man die Stimmung vermiesen. Wenn man gewisse Sachen anspricht, die in gewissen Momenten nicht passen, kann man die Stimmung runterziehen. Und das muss einem bewusst sein. Wenn es dir schlecht geht an gewissen Tagen und du siehst, dass andere sich freuen, dann versuch dich besser zurückzuziehen, anstatt die anderen alle mit runterzuziehen. Versuche für den Islam immer das Beste rauszuholen.
immer das Beste für den Islam herauszuholen. Das muss der Wille von jedem Muslim sein. Normalerweise muss man sich freuen über alles Positive von Muslimen. Über alles Positive, alles was du hörst von irgendeinem Muslim, was Positives, muss man sich freuen. Da darf man gar keinen Neid spüren. Da muss dein Herz weich sein, muss sagen, ja Allahu Akbar, schön diese Botschaft zu hören. Schön, dass es so etwas gibt. Schön, dass es so eine Gemeinschaft gibt. Schön, dass einer konvertiert ist. Schön, dass er bei Ihnen den Islam angenommen hat und nicht bei mir. Ist doch egal. Ist es so wichtig, bei wem der Islam annimmt? Es ist wichtig, wer die Worte verkündet, solange die richtigen und wahrhaftigen Worte verkündet werden. Warum? Wir sind nicht. Guck, schaut mal, wir sind in einem Wettstreit. Ein Wettstreit um Hasanet zusammen, in einem Wettkampf. Aber dieser Wettstreit ist kein Wettkampf in dem Sinne, dass wir uns gegenseitig wortwörtlich bekämpfen, sondern dass wir uns gegenseitig anspornen, positive Sachen für den Islam zu tun und uns trotzdem freuen. Und uns trotzdem freuen, wenn einer vor einem da ist. Ja, jemand, der macht vor einem die Toilette sauber. Man will die Toilette sauber machen und jemand macht vor dir die Toilette sauber. Sei doch froh, dass einer noch besser. Das spornt doch an. Nächstes Mal sollst du der Erste sein. Nächstes Mal sollst du derjenige sein, der in der Küche kocht, der den Raum hier sauber macht. Oder andere Sachen. Das ist nicht so, man, wo traurig sein muss, dass man sagt, ja, der hat jetzt geredet, der hat vorgebetet, der ist das, der ist dies. Warum streiten wir uns ständig über Positionen, wo wir ganz genau wissen, das Gefährlichste ist, was im Islam? Position. Position ist gefährlich, sehr gefährlich. Und wer werden die ersten drei sein, die in Jahannam kommen? Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, ist ohnmächtig geworden, als er den Hadith gelesen hat. Er ist ohnmächtig geworden. Assalamu alaikum. Der ist ohnmächtig geworden, als er diesen Hadith gelesen hat von den drei, die als Erste in die Hölle kommen. Schaut mal, wie gläubig diese Menschen waren. Wie weit bin ich davon weg, dass ich ohnmächtig bei einem Hadith werde? Allahu Akbar. Kann man sich vorstellen, dass einer ohnmächtig wird, wenn er jetzt Hadith lehrt? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe keinen niemals in meinem Leben mitbekommen, vielleicht angefangen zu weinen, aber ich habe nicht mitbekommen, dass einer ohnmächtig geworden ist. Warum ist er ohnmächtig geworden? Weil die ersten drei, die in die Hölle kommen, derjenige sein wird, der Mukri, der schön rezitiert hat, der den Koran auswendig kann. Und die Menschen gesagt haben, MashaAllah. Und er hat das nur für die Menschen gemacht. Am Tag des Gerichts wird er zu Allah sagen, wenn Allah ihn fragt, für wen hast du rezitiert, für wen hast du es gemacht? Für dich, ja Allah, kezzebt. Du hast gelogen, du lügst. Das ist nur für die Menschen gemacht, fort mit dir. Und er ist ohnmächtig geworden aufgrund dessen, weil ihn das so sehr mitgenommen hat, derjenige, was sagen wir, wenn einer den Koran regelmäßig liest, das stärkt dein Iman, das stärkt dich im Glauben. Und die Leute, die den auswendig gelernt haben, die normalerweise am meisten damit beschäftigt sind, die haben diese große Gefahr, deswegen ist er ohnmächtig geworden. Und der andere ist ein Mujahid, der gekämpft hat und gefallen ist, und die Menschen sagen, MashaAllah, was für ein Held, was für ein Kämpfer. Und er hat nur für die Menschen gekämpft. Und ein anderer, der hat gespendet und die Menschen haben gesagt, ist der spendabel. Aber er hat es nur für die Menschen gemacht. Aber diese Sachen sind bei Allah, liebe Geschwister. Das heißt nicht, wenn jetzt morgen einer hier schön vorbetet, dass wir sagen, ja, vielleicht ist der so. Das soll man nicht falsch verstehen. Wir sollen auch, das bleibt bei Allah. Wir sollten vielmehr zu dem Beispiel, was ich eben gerade mit dem Stock aus dem Weg, dass eine kleine Tat dich ins Paradies bringen kann. Ja, dass einer, der vielleicht ohne Lahya hier sitzt, und möge Allah ihm die Stärke geben, dass er sich Bart wachsen lässt, ja, aber dass man dann nicht direkt denkt, ja, der ist nicht so stark im Glauben, ich habe stärkeren Glauben und der kann sowieso das nicht und der kann dies nicht. Oder Allahu alam, wo der morgen ist und Allahu alam, welche Taten der begangen hat und Allahu alam, welche Stellung der bei Allah hat. Und welche Stellung jemand hat mit Lahya. Lahya ist auch keine Eintrittskarte direkt ins Paradies. Ja, ist vielleicht ein Teil davon. Kann auch sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich dadurch, wenn du das aufgeschickt machst ins Paradies, Allah macht, was er will. Aber wir können nicht berechnen. Allah kennt die Weisheiten. Allah weiß, wie er was in die Waagschale legt. Und wir nicht. Wir werden am Tag des Gerichts werden wir aufgeklärt. Wir kennen das Verborgene nicht. Wir kennen das Verborgene nicht, liebe Geschwister. Allah weiß und wir wissen nicht. Liebe Geschwister, schaut mal subhanahu diesen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, den ich euch eben gesagt habe,
das Edelste bei Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet seines Dieners ist. Und dieses Bittgebet, liebe Geschwister, schaut mal, was für einen barmherzigen Herrn wir haben. Dieses Bittgebet, wenn du deine Hände hebst zu Allah subhanahu wa ta'ala und er es abweist, so sagt der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala, wahrhaftig, schamhaftig und edelmütig ist er. Er schämt sich, wenn er anbetend, Dienende seine Hände zu ihm ausstreckt, sie leer zurückzuweisen. Er schämt sich, könnt ihr euch das vorstellen? Allah schämt sich, die Hände des Bittenden leer zurückzuweisen. Allahu Akbar. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Allah, kann man sich vorstellen, dass Allah, subhanallah, wir reden nicht von einem Chef, der sagt, nein, heute geht das leider nicht, du kannst nicht eher gehen, nein, ich kann dir keine Lohnerhöhung geben. Wir reden von dem, der uns erschaffen hat, der uns hören lässt, der uns sprechen lässt, der uns sehen lässt, der uns gehen lässt, der uns alle Gaben gewährt hat. Dieser Herr, der das Universum lenkt, der das steuert, der zu allem die Macht hat, er schämt sich von seinem Diener, die Hände leer zurückzuweisen. Allahu Akbar. Lohnt es sich dann nicht, die Hände vermehrt in den Himmel zu heben? Allah vermehrt, um gewisse Dinge zu bitten? Und ist es nicht vielmehr so, dass wir meistens zu denen laufen, die uns nicht helfen können? Wir laufen meistens zu Menschen, klopfen an, bitten, kannst du mir leihen, kannst du das, kannst du dies? Warum ist nicht der erste Weg zu dem Allmächtigen, zu dem Allversorgenden, der dir in allen Situationen deines Lebens helfen kann? Und liebe Geschwister, habt ihr Sünden begangen? Habt ihr Verfehlungen begangen? So gibt es eine frohe Botschaft. Das ist folgende Überlieferung. O Sohn Adams, solange du mich rufst und mich bittest, vergebe ich dir, was du getan hast. Allahu Akbar. Solange du mich rufst, vergebe ich dir, was du getan hast. Und was entnehmen wir daraus? Dass wir niemals aufhören zu rufen. Wir dürfen niemals die Bindung zu Allah dürfen wir unterbrechen. Solange du mich rufst, werde ich dir vergeben, was du getan hast. Und es macht mir nichts aus, sagt der Allmächtige. O Sohn Adams, wenn deine Sünden die Wolken im Himmel erreichen. Die Wolken im Himmel, kann sich jemand vorstellen, die Wolken im Himmel an Sünde? Wir stempeln die Menschen ab und sagen, der hat das und dies und jenes begangen. Und nein, der kann nicht und der ist so. Und wir reden von Sachen, die 5 Jahre her sind und 10 Jahre her sind. Und wir vergeben ihn trotzdem nicht. Und wir stempeln die trotzdem weiter ab. Allah sagt, wenn die Sünden bis in den Himmel ragen, wo die Wolken sind, er wird demjenigen vergeben, liebe Geschwister. Er wird demjenigen vergeben, der ihm Vergebung bittet. Und er sagt weiter, wenn du mich dann um Vergebung bitten würdest, würde ich dir vergeben, o Sohn Adams, wenn du mit Sünden fast so groß wie die Erde zu mir kommen würdest und wenn du dich dann mir dann zuwenden würdest, mir keinen Teilhaber zugesetzt, werde ich dir Vergebung entgegenbringen, die fast genauso groß ist. Kann sich jemand vorstellen, Sünden zu begehen, wie so in so einem Ausmaß wie die Erde? Ich kann mir das nicht vorstellen. Kann sich jemand vorstellen, dass wir so einen barmherzigen Herrn haben? Dass er so barmherzig ist, dass er bereit ist, wenn jemand so viele Sünden begeht, zu vergeben. Wie viele Beispiele haben wir bekommen, wo der ein oder andere nach 65 Jahren, kurz vor seinem Tod, 70 Jahren die Schehade ausgesprochen hat. 70 Jahre im Kufur gelebt. 70 Jahre Allah verleugnet. Vielleicht Wahrsagerei, Zauberei, alles betrieben. An Horoskope geglaubt. Aber kurz zum Tod. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ausgesprochen und wird ein Paradiesbewohner. Allahu Akbar. Ist uns bewusst, wie wertvoll der Islam ist, was diese Shahada bedeutet, dass das einen ganz klaren Unterschied macht zum Glauben und Kufr. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dass man dazugehören darf, dass man ein Teil dieser Familie sein darf. Und welches Teil einer Familie will seine eigene Familie schaden? Wie krank muss ein Herz sein, egal ob du zu dieser Umma gehörst oder auch zu einer einfach nur deine Blutsverwandtschaft, wenn man seiner eigenen Familie schaden will? Wie krank muss man sein? Freut man sich nicht, wenn es der Mutter gut geht? Freut sich einer nicht, wenn es der eigenen Mutter gut geht? Freut sich einer nicht, wenn es dem eigenen Vater gut geht?
Wenn es dem eigenen Bruder, der eigenen Schwester gut geht, der eigenen Tante und eigenen Onkel, wie kann man seinem Bruder im Glauben, seiner Schwester im Glauben etwas Schlechtes wünschen? Wie kann man Schadensfreude besitzen? Stellt mal vor, wir würden das entgegenbekommen, während wir gesündigt haben, während wir Fehler gemacht haben. Aber wie haben wir Allah vorgefunden? Allvergebend, barmherzig. Wie haben wir meistens Allah subhanahu wa ta'ala direkt vorgefunden, dass er uns immer wieder aufgenommen hat, dass er uns vergeben hat? Warum gönnen wir nicht den Geschwistern im Glauben das, was wir uns selber gönnen? Keiner ist so lange gläubig, oder keiner ist gläubig, bis er seinem Bruder das wünscht, was er sich selber wünscht. Und das ist eine Stufe, Allahu Akbar. Können wir viel reden, wir können viel sagen, ich liebe dich für Allah, uhibbuka fillah, achi karim, und subhanallah, das sind Worte. Das sind Worte. Aber was beweist die Liebe? Die Taten. Hast du Geldprobleme? Dann zeigt sich, ob derjenige dich liebt. Bist du krank? Dann zeigt es sich wirklich, ob derjenige dich liebt. Das sind Sachen in deinem Leben, wenn es dir dreckig geht, wenn kein Mensch mehr für dich da ist. Dann ist der für dich da, der dich liebt. Und weit weg ist der von dir, der dich nicht liebt. Aussage schauen, der kein bisschen an dich denkt. Tabi'in kam zu Sahaba und sagte, ich liebe dich für Allah. Der Sahaba hat sich dreimal bestätigen lassen. Liebst du mich wirklich für Allah? Liebst du mich wirklich für Allah? Liebst du mich wirklich für Allah? Wenn das so ist, dass du mich liebst für Allah, dann wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen liebt, um dessen Willen du mich, also dass Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen liebt, ja, für den er geliebt wird, für Allah, er wird für Allah geliebt. Allahu Akbar. Deswegen, das ist alles leicht auszusprechen. Aber es kommt hier vom Herzen. Darauf kommt es an. Ich kann viel reden, aber ich muss morgen wirklich und jeden Tag um Vergebung. Ich selber muss um Vergebung bitten. Und ich muss mich raushalten aus anderen Sachen. Natürlich, wenn ich etwas Schlechtes, Verwerfliches sehe, am helllichten Tag, wenn einer keine Scham hat, dann muss man sagen, Achi Karim oder auch die Filet, das darf man nicht machen, das ist nicht gut. Das ist was anderes. Ich rede von diesem San, Husnu San, das gute Denken ist verloren gegangen bei den meisten. Ja, es ist eher Iyakumu San. Ja, das ist eher so, dass man schlecht vermutet, dass man ständig denkt, ja so, oder dies, das, jenes. Warum ist man selber so schlecht oder warum denkt man nie die ganze Zeit so? Das sollte man sich mal viel mehr fragen. Ich komme jetzt auch zum Abschluss, liebe Geschwister. Ich möchte euch nur noch zwei Hadithe mitgeben. Und dann sind wir auch zu Ende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen, die in aufrichtigem um Vergebung bitten, sodass Allah subhanahu wa ta'ala uns in seine Vergebung aufnimmt. Der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wenn der Sohn Adams ein Teil voller Gold hätte, wäre er auf zwei erpicht. Ein Tal voller Gold. So sind wir. So sind wir Söhne Adams. Wir kriegen ein Tal voller Gold, wir würden ein zweites wollen. Wir kriegen den Hals nie voll. Und wie sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dann im Hadith, wie kriegt man unseren Mund dann voll? Nur mit Erde. Den Sohn Adam, seinen Mund kriegt man nur gefüllt mit Erde. Und nichts würde seinen Mund stopfen als Erde. Doch Allah wendet sich jedem reumütigen Sünder zu. Jedem reumütigen Sünder zu. Allah wendet sich jedem reumütigen Sünder zu. Liebe Geschwister, lasst uns nicht Türen schließen für Menschen, weil wir es bestimmen. Denn es gibt nur einen, der bestimmt. Es gibt nur einen, der bestimmt, ob jemand die Vergebung bekommt oder nicht. Und das ist Allah. Wir haben kein Anrecht, Türen für gewisse Leute zu schließen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gewährt, dass diese Türe aufgeht. Und ich gebe euch ein allerletztes Beispiel mit, ja, wo man eigentlich, wir haben schon genügend Beispiele ausgesprochen, aber ich gebe euch noch dieses Beispiel mit. Und das ist derjenige, der 99 Seelen hat er getötet. 99 Seelen, Allahu Akbar. 99 Menschen auf dem Gewissen. Und er fragt, gibt es jemanden, gibt es einen Weisen, wer ist der Gelehrteste auf der Erde, bringt mich zu ihm. Und man hat ihn einem Mann zugewiesen. Er ist zu ihm hingegangen, hat ihm gesagt, ich habe 99 Menschen umgebracht. Gibt es für mich noch Hoffnung? Was hat er zu ihm gesagt? Nein, für dich gibt es keine Hoffnung mehr. Und was macht er? Er bringt ihn auch um. So hat er die 100 voll gemacht. Khalas, auch weg. Und danach geht er weiter und sagt,
Wer ist der Gelehrteste auf dieser Erde? Weist mir den Weg zu ihm. Und er geht zu ihm und sagt zu ihm, gibt es einen Ausweg für mich? Ich habe 100 Menschenseelen auf dem Gewissen. Ich habe 100 Menschenseelen auf dem Gewissen. Gibt es für mich einen Weg zurück? Was sagt er? Ja. Es gibt nichts, was zwischen dir und der Reue Allahs kommen kann. Es gibt nichts, was zwischen Allah und dir kommen kann in der Reue, liebe Geschwister. Nicht 100 Menschenseelen auf dem Gewissen. 100 Menschen umgebracht. Und er sagt ihm, es gibt nichts, was zwischen dir und Allah in der Reue kommen kann. Allahu Akbar. Es gibt für jede Menschenseele auf dieser Erde, gibt es Hoffnung. Solange er am Leben ist, solange er am Atmen ist. Das ist eine frohe Botschaft für jeden von uns. Frohe Botschaft, liebe Geschwister, für das ewige Leben. Frohe Botschaft für das Leben, wo es nie wieder Elend geben wird, wo es nie wieder Leid geben wird, nie wieder Kummer, nie wieder Trauer. Ewige Glückseligkeit. Und diese Tore sind weit offen. Weit offen. Bis zu diesem Tag, wo die Sonne im Westen aufgeht. Und wer ist es, der sich anmaßt zu sagen, nein, dieser und dieser nicht, wo Allah es gewährt. Wo Musa a.s. selbst einen Menschen auf dem Gewissen hatte. Er hat einen geschlagen und er ist gestorben. Und was hat Allah, Allahu Akbar, so viele Beispiele, Beispiele über Beispiele. Was hat Allah mit ihm gemacht? Er hat ihn zum Gesandten gemacht. Er hat direkt zu ihm gesprochen. Wer ist da, dass er sagt, es gibt kein Zurück? Es gibt ein Zurück. Und das ist bei dem Allmächtigen, Allvergebenen, Allbarmherzigen, Allah Azza wa Jal. Ich spreche diese Worte und bitte Allah Subhanahu wa Ta'ala für mich und für euch um Vergebung. Und ich bitte Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass er von uns annimmt und dass Allah Subhanahu wa Ta'ala die Menschen, die noch nicht rechtgeleitet sind, rechtleitet. Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallahu khairan.